Erwin. Ja, Rudi. Ein paar Worte bitte. Wenig Zeit, wenig Zeit. Okay. Bitte. Okay. Ja, liebe El Pariso Verde Fans, jetzt ist sie fertig. Unsere Bibliothek, die Siedler haben gemeinsam mit uns dieses Projekt durchgezogen und in der letzten Zeit hat der Mirko. Mirko, du hast das alles verkabelt. Lange dran gesessen, alles verkabelt, aufgebaut. Du hast so viele Technik da drin. Also ja, ja. Super. Ja, ja. Also wir sind fast so weit, dass wir richtig loslegen können. Also wir können einen tollen Sound machen und der Christoph hat fleißig geübt. No? Ja. Ja. Was soll endlich spielen? Okay, jetzt gehen wir es an in den Jazzclub Bibliothek. Also hier ist sie, unsere Bibliothek. Wir haben sehr lange an diesem Projekt gearbeitet. Jetzt ist es fertig und wie ihr seht, die ersten Bücher sind schon ausgepackt und viele, viele tausend Bücher warten noch in den diversen Kisten, in den Containern, ausgepackt zu werden. Ihr habt ja Bücher von Kinderbüchern bis Gesundheitsbüchern, Kochbüchern, Belletristik, alles, was das Herz begehrt, für die Leseratten und solche, die es noch werden wollen. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, weil ich muss in den Club-Bibliothek, in den Jazz-Club-Bibliothek oder, wenn man so sagen kann, in die Hard-Rock-Bibliothek im El Pariso Verde.